Hallo. Hallo Himmelstürmer. Ja, ich bin hier in Eutin und ich möchte gern mit dem Bus fahren, aber der kommt nicht. Ich warte hier schon so lange. Eigentlich hätte er schon kommen sollen, aber deswegen habe ich meine Maske auf. Ich dachte, ich muss gleich in den Bus steigen. Aber die nehme ich jetzt erstmal ab. Aber solange der nicht kommt, kann ich euch noch einen kleinen Witz erzählen, ne? Also, eine Arzthelferin kommt in ein proppevolles Sprechzimmer, in so ein Wartezimmer und fragt, wo der Patient ist, mit dem der den Verband braucht, der unbedingt den Verband haben will. Dann sagen die anderen im Wartezimmer, oh, der ist schon längst weg, die Wunde ist schon verheilt. Da hat er, glaube ich, ziemlich lange gewartet, ne? So kann es manchmal gehen, beim Arzt oder vielleicht auch woanders. Ja, ihr müsst vielleicht auch noch so auf einiges warten, vielleicht auf euren Sportverein, dass das wieder losgeht. Ich darf noch keinen Betriebssport machen. Ich glaube, das wird auch nichts mehr vor den Ferien. Ja, und so gibt es immer Situationen, wo man warten muss. Vielleicht ist jetzt das Warten auf die Schule bei euch schon vorbei und ihr könnt zur Schule gehen, weiß ich nicht. Bei mir auf der Arbeit muss ich auch noch warten. Ich kann noch nicht so arbeiten, wie ich das vor dieser ganzen Geschichte getan habe. Es ist noch alles sehr komisch. Aber ich warte drauf und hoffe, dass alles bald wieder ganz normal läuft. Ja, Himmelstürmer, jetzt sind wir hier im Plenum und ich warte schon sehnsüchtig drauf, dass wir uns hier alle wiedersehen und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, warten kann manchmal lange sein, warten kann manchmal unangenehm sein, warten kann manchmal sehr hoffnungsvoll sein und warten kann auch sehr freudig sein. Da muss ich immer an Weihnachten denken, wenn man auf die Geschenke wartet und auf die Bescherung wartet. Da ist eine große Freude. Da fällt mir ein, die Jünger haben auch gewartet. Wisst ihr das? Ich will euch das mal erzählen. Es war die letzte Anweisung, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Und ich lese euch das mal vor. Das könnt ihr gerne nachlesen in eurer Bibel und das ist in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und da sagt er zu seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ja, sie sollten also in Jerusalem warten. Jesus ist gen Himmel gefahren und jetzt sollten sie auf den Heiligen Geist warten. Ja, die Jünger haben natürlich gewartet in Jerusalem und so ist das mit dem Warten und es kommt darauf an, mit welcher Haltung und mit welcher Erwartung ich warte und was erwarte ich. Und da haben, glaube ich, die Jünger etwas Großartiges erwarten dürfen. Der Heilige Geist, der ist unser Tröster, der führt uns in die Wahrheit, er ist bei uns. Ja, und das ist etwas Wunderbares und deswegen können wir uns freuen. All das und noch viel mehr will der Heilige Geist in unserem Leben tun. Und mehr dazu hört ihr nächste Woche. Viel Spaß beim Warten!